Hey, stehen geblieben, kleiner Stein. Warte doch mal auf uns. Haben wir dich. Hallo, ich bin Mario, der Stein. Mal sehen, was wir mit ihm alles erleben werden. In der Wüste zu frieren ist ziemlich ungewöhnlich. Los geht's, Mario. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Odyssey. Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Wir verschaffen uns erst einmal hier in dieser Wüste einen Überblick. Oben auf dem Ruinenturm. Aber dann müssen wir da erstmal hochklettern. Okay, Mario kriegt das schon irgendwie hin. Hier haben wir ein paar kleine Gumbas, die uns das Leben schwer machen wollen. Autsch! Hey, einfach angerempelt. Was soll das denn? So, weg mit euch. Was haben wir hier? Oh, da waren Münzen drin. Was für ein Zufall. Und schön mit dem rotierenden Mützenwurf alles eingesammelt. So, Moment. Oh. So, hoppla, weg mit euch. Was haben wir denn da drin? Der arme Mario, der friert die ganze Zeit. Okay. Und dann haben wir hier noch einen Kaktus. Ui, da war eine... Oh, eine Münze drin und da sind drei versteckte Münzen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir können weiter. Und Achtung, da kommen Kugelwillis. Oh, jetzt bin ich ein Kugelwilli. Einfach mal den Gegner geschnappt. Schön durch die Münzen fliegen und kabum. Wow. Hey, Moment, aber ich möchte euch jetzt nicht die ganze Zeit mit meiner Mütze schnappen, sodass ich ein Kugelwilli sein kann. Macht lieber mal hier diese Sachen kaputt. Hä, hat das nicht funktioniert? Ach, wahrscheinlich nur die anderen Teile. Meine Lieben, hier erstmal der Hinweis. Wenn euch Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Damit ihr auch in Zukunft keine spannenden und vor allem sehr lustigen Abenteuer mehr verpasst. Oh, oh, Achtung. Sehr toll. Oh, da war ein Gumba drin. Ach, Herr Jemine, wer hat sich denn dieser Gumba da bloß eingeschlichen? Oh, da ist ein Herz, das hätte ich gerne. Sehr gut. Der Mützenwurf ist schon sehr praktisch, muss ich sagen. Okay, jetzt muss ich nur noch die Kanone irgendwie hier rüberbringen. Perfekt. Okay, mehr scheint es hier nicht zu geben. Hier leuchtet irgendwas. Da war ja ein Powerstern drin. Aha, ein Mond für dich im Inneren eines Blocks. Oder Power-Mond, wollte ich sagen, nicht Power-Stern. So, gut. Dann können wir jetzt eigentlich hier weiter, richtig? Hoffe ich. Uiuiui, ja, da gibt es wieder ein Fähnchen von Bowser. Bin ich mal gespannt, welches Areal wir jetzt erreichen, also welchen Bereich. Hier diesen Eiszapfen können wir leider nicht kaputt machen, aber ich sehe, da oben ist eine unsichtbare Münze. Habt ihr das gesehen? Die leuchtet immer ganz kurz auf, dann sieht man die Umrandung. Man könnte schon fast Silhouette sagen, wobei das keine Silhouette ist. So, was haben wir denn hier? Brutzelebene Ruinen-Sandsäule. So heißt dieser Bereich. Und was steht auf dem Schild? Gleich mal gucken. Oh, Entschuldigung. So. Reisetipp, Stampfattacke. Um mit Blöcken oder Gegnern unter dir oder Bodenunebenheiten fertig zu werden, geht nichts über eine Stampfattacke. Drücke ZL in der Luft, um mit Hilfe einer Stampfattacke alles unter dir zu pulverisieren. Sehr praktisch. Ja, das haben wir bereits geübt und auch schon mehrmals eingesetzt. Da brauchen wir keine Erklärung dafür. Oh, komme ich da so einfach durch? Gibt es hier einen Kugelwilli? Da unten ist ja noch ein Powermond. Moment, ich möchte diesen Powermond haben. Schnappe ich mir den noch einfach mal und fliege da kurz rüber. Kann ich dann auch bitte wieder zurückfliegen? Ich hoffe, das geht. Auf der schiefen Säule heißt das Ganze. So, jetzt aber schnell zurück. Wow, da verfolgt mich ja jemand. Oh, oh, ich explodiere gleich. Ui, ui, ui. Dann mal schnell weiter. Und Moment nochmal. So, sehr gut. Ich glaube, hier nach oben fliegt uns kein Kugelwilli entgegen. Deswegen müssen wir wohl an diesen Sandsäulen entlang springen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hui, das war knapp, wenn ihr mich fragt. Das hätte auch sehr leicht, sehr schnell in die Hose gehen können. So, hier haben wir wieder ganz viele Kakteen. Und eine Röhre. Auf geht's. 2D Mario. Mit dem Outfit sieht das wirklich zu beschießen aus. Ganz viele Münzen. Oh, Achtung. Oh, upsala. Sehr gut. Im letzten Moment noch. Und... Uiuiui. Und jetzt schnell weiter.
So, perfekt. Uiuiui. Oh nein! Jetzt habe ich die Kanone da oben berührt. Egal, alles gut. Halb so wild. Und ducken. Zum Glück können wir uns ducken. Wow, nochmal. Gut. Und dann mal raus hier. So sind wir denn jetzt. Kugelwilli. Und da muss bestimmt wieder ein Powermond sein. Tatsächlich. Wo fliegst du hin? Nicht so weit weg. Och nö. Aber da können wir ja bestimmt mit einer Rakete rüberfliegen. Und da oben ist ja noch ein Powermond. Okay, aber erstmal möchte ich mit dem Powermond da hinten holen. So, dazu brauche ich einfach nur einen Kugelwilli. Bitte kommen, bitte kommen. Ich brauche einen Kugelwilli. So, sehr gut. Und jetzt geht's da rüber. Kaderbum, bam. Flieg schön weiter. Aus einer Kiste in den Ruinen. Gut, und was ist sonst noch hier? Gar nichts mehr. Na toll, na toll. Gut, dann geht's wieder zurück. Wir können dann direkt in diese Ringe fliegen. Oh nein, 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 stopp! Ich habe außerdem die falsche Taste gedrückt. Oh, was ist das denn? Eine Treppe, die nach oben führt. Ich dachte schon, ich muss den ganzen Bereich nochmal machen. Aber ich muss nochmal durch die Röhre. Gut, das ist nicht so wild. Das machen wir doch kurz. Wäre doch gelacht. So, wow, wow, wow. Und hoch mit uns. So, jetzt brauche ich wieder einen Kugelwilli. Ach so, man kann auch... Wow, man kann ja Turbo einsetzen. So, schon sind wir drüben. Was haben wir hier? Noch mehr Eiszapfen. Aber ich suche eigentlich Bowser und Prinzessin Peach. Warum die sich denn verkrümelt? Oh, das sind Münzen. Oh, komme ich da vorsichtig runter? Nein, nicht so weit springen, Mario. Oh. Wandsprung? Gut. Da unten könnte auch noch was sein. Ja, vielleicht, aber nein. Ich riskiere das mal nicht. Ich konzentriere mich lieber auf den Pfad, den wir jetzt gehen möchten. So. Da kommt man da rüber. Okay, aber gut, da drüben war ich, glaube ich, schon. Mehr oder weniger. Wo ist die Röhre? Hier. Moment, hier sind noch zwei Kakteen. Hier noch eine Bodenplatte zum Stampfen. Und da war ein Herz drin. Sehr gut. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht. Das heißt, wir können jetzt direkt in die grüne Röhre und dann geht es wahrscheinlich diese Säule hoch. Achtung, ich bin gespannt. Ein kleiner Spaziergang für uns. Mario sei aber trotzdem vorsichtig. Okay. Bisher sieht das doch ganz gut aus. Achtung. So, mehr Münzen waren in diesen Fragezeichenblöcken jetzt nicht. Und wir laufen weiter nach oben. Jetzt Achtung, hier wird es bestimmt gefährlich. Denn hier schießen gleich drei Kugelwillis nach uns. Und da oben ist schon der Power. Da wartet schon der Power-Mode auf uns. Den haben wir also auch gleich in der Tasche. Und er gehört so gut wie uns. Brutzelebene, Ruin, runder Turm. Ja, interessant. Und los geht's. Ein Mond für dich. Oben auf dem Ruinenturm. Sehr toll. Cool, cool, cool. Und wo geht's jetzt weiter? Sag nicht, wir müssen da durch. Oh weia. Mondstücke im Sand. Ich werde nichts sagen, aber das sieht sehr gefährlich aus. Oh nein. Okay, wir kriegen das hin. Dann mal los. Du frierst noch, oder Mario? Okay, wir haben es bald geschafft. Wir finden schon Bowser und Prinzessin Peach, retten die Schwester von Cappy und dann haben wir das Abenteuer auch schon erledigt. Und hoffentlich geht das so einfach, wie ich mir das gerade vorstelle. Und zack. Eine Schere oder sowas. Oder so ein Turbo-Streifen, wie auch immer dann man das bezeichnen möchte. Und was ist das hier? Was? Laser? Achtung. Das sieht sehr gefährlich aus. So, und da oben ist auch nochmal Laser. Vielleicht hilft uns das weiter. Man weiß ja nie. Zack, auf die Plattform. Oh, jetzt fahren wir mit zwei Plattformen. Und unter uns gibt es keinen Boden. Wir sollten also gut aufpassen. So, wow, schnell hier rüber. So, das aktivieren wir auch mal direkt. Wow, erwischt. Zu früh gesprungen. Hier ist also Timing gefragt. Hier müssen wir im richtigen Moment springen. Mario, pass bitte gut auf dich auf. Oh, oh, Teppichtörtchen. Das geht ja hier ordentlich zur Sache. Moment, die Münzen. Die gehören auch noch mir. So, hör auf hier.
Okay. Und jetzt sind wir aber da, glaube ich. Sehr gut. Wir haben eine neue Ebene erreicht. Und was steht da? Röntgolith-Habitat. Hey, was seht ihr denn für lustige Steine? Oh, ein Mundstück. Stehen geblieben. Hey, ich habe gesagt, stehen geblieben. Was hatte dieser fiese Bowser hier bloß zu suchen? Schaut mal. Ich bin jetzt ein Stein. Und wenn ich meine Sonnenbrille aufsetze, dann sehe ich versteckte Steine. Und ich kann Fußball spielen. Ja, Fußball spielen ist auch was Tolles. So, hier sind Vögelchen. Und wir müssen ja diese Monde sammeln. Insgesamt gibt es 5 Stück zu holen. 3 fehlen uns noch. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir schon das erste geholt hatten. So, wir nehmen mal hier den Aufzug nach oben. Und jetzt können wir hier geradeaus laufen. Ja, nicht wundern, ich laufe natürlich nicht in der Luft, sondern auf einer unsichtbaren Plattform. Und die wird nur sichtbar, wenn ich meine Sonnenbrille aufsetze. Aber wenn ich die Sonnenbrille aufsetze, kann ich leider nicht so schnell laufen. Deswegen setze ich sie manchmal ab. Haha. Was haben wir da drüben? Sehen wir gleich. Einfach mal rüberlaufen. Und dann haben wir... Ah, ein Mondstück. Sehr, sehr gut versteckt. Aber das gehört jetzt uns. Okay. Theoretisch können wir jetzt hier runterspringen, oder? Machen wir das mal. Rums. Dieser Bowser scheint ganz schön sauer gewesen zu sein. Stimmt, Cappy. Du hast recht. Hey, hier ist unser Kollege, unser bester Freund. Okay. Noch ein Mond. Fehlt jetzt nur noch ein Mond. Der müsste hier auch irgendwo in der Nähe sein. So, wow. Wow. Das sind bestimmt 2 Steinfreunde. Wie süß dieser Stein einfach läuft. So, die Vögel sitzen da in der Luft, so sieht es aus. Aber der Stein kann nicht springen, das heißt, ich muss kurz abspringen und mir die Route merken. Das ist ja einfach nur geradeaus. So, hoppsala. Dann Achtung, bloß nicht in die Suppe reinfallen. Bloß nicht in die Bärensuppe, in die Gummibärensuppe. Wow. Und jetzt vorsichtig zurück und wir springen einfach mal. Uiuiui, gut. Schnapp ich mir wieder den lieben Kern, den lieben Kollegen. So, wo ist denn wo ist denn der letzte Mond? Den müssen wir jetzt auch noch kurz ausfindig machen. Der ist mit Sicherheit hier irgendwo ganz in der Nähe. Nee. Irgendwo in der Wüste. Im schlimmsten Fall irgendwo im Sand vergraben. Hat jemand Schaufel und Eimer dabei? Wahrscheinlich nicht. Dübidu. Oh, hier können wir wieder Fußball spielen. Kaboom, kaboom, kaboom. Peng. So. Da unten ist der Mond. Wir haben ihn, wir haben ihn. Yay. Und jetzt Achtung. Was passiert? Aha. Ein grüner Mond für uns. Perfekt. Dann latschen wir wieder nach oben. Was haben wir hier? Nichts. So, einmal um die komplette Wüsteninsel hier. Hier gibt es auch noch Bereiche, die wir nochmal betreten müssen. Zum Beispiel hier. Irgendwas, was man erst betreten kann, wenn das Eis weg ist. Aber wie man das Eis entfernt, das weiß ich noch gar nicht. So, das kommt sicherlich mit der Zeit. Ich laufe mal als Mario herum, dann bin ich etwas schneller. Und hole mir den Powerstern. So, haben wir es. Und schwupps. Tada, tada. Klasse, Mondstücke im Sand. Ein Mond für dich. Sehr toll. Und wie geht's jetzt weiter? Lasst mich raten. Oh, was ist das denn? Eine umgedrehte Pyramide? Hilfe! Kopfstand-Pyramide. Showdown. Oh, ich glaube, Prinzessin Peach ist da oben. Das heißt, wir können sie jetzt endlich retten. Dann mal schnell hinterher. Bevor dieses Flugschiff wegfliegt und wir Prinzessin Peach gar nicht mehr retten können. Das wäre überhaupt nicht toll. So, sollen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen oder laufen wir einfach? Ach, wir schauen mal ganz kurz. So, da vorne ist Prinzessin Peach auf dem Dach, auf der obersten Ebene der Kopfstandpyramide. Was haben wir hier so? So, da ist auf jeden Fall der Weg. Und da oben ist Peach und Bowser ist natürlich auch da. Okay, wir kriegen das hin. Dann mal schnell hinterher. Was sind das für unsere Mexikaner hier? Hey, wie geht's dir? Was ist bei der Kopfstandpyramide los? Die sind bestimmt auf unserem Ring der Einheit scharf. Das glaube ich auch. Ich wünschte, ich könnte unser wertvolles Artefakt beschützen. Aber ich kann nicht, mir ist kalt. Oh, der Arme. Ja, mir ist auch kalt. Hier in der Wüste. Was haben wir denn da? Was ist denn da drin? Moment, ich hätte noch gerne die Münzen, bitte.
Na gut, die eine Münze ist jetzt auch nicht so wichtig. So, was haben... Oh, was ist das denn? Ah ja, erstmal hier die Sonnenbrille aufsetzen. Ah, ich verstehe. Ich kann da nicht hoch. Ich muss mir also den Weg merken und dann mit Mario selbstständig den Weg entlang laufen. Gut, probieren wir das mal. So, das sah schon mal gut aus. Nächster Bereich. Was müssen wir jetzt machen? Ja, das sieht doch auch einfach aus. Einmal hier rüber. So, und dann hier rüber. Gut. Nächster Bereich. Und da ist auch schon die Röhre. Und ein Powermond. Sollte eigentlich auch nicht so schwer sein. Wir gehen einfach darüber. In der Mitte ist eine Plattform und in der Ecke. So, Mitte, Ecke. Und dann müssen wir irgendwie versuchen, direkt zur Röhre zu springen mit einem Weitsprung. Achtung. Ja, das hat gut funktioniert. Dann schnell mal rein, Mario. Und jetzt kommen wir da oben wieder raus. Und das Münzen. Die hätte ich gern. Oh! Jetzt bin ich zu weit gesprungen. Na toll. Und ich bekomme Münzen abgezogen. Na, ihr seid ja fies. Na gut. Wir lassen die Münzen lieber. Da ist noch ein Mexikaner. Hey! Was ist los bei dir? Ich bin so durch den Wind. Drei meiner kleinen Schafe sind verschwunden. Bring sie zu mir zurück. Bitte! Okay. Drei deiner Schafe. Wo sind denn Oh, da vorne. Da ist ein Schaf mit einem Mexikanerhut. Hey, stopp, stopp, stopp. Stehen geblieben. Ach, ich kann dich gar nicht berühren. Das heißt, ich muss dich zu deinem Hirten schleudern. So, okay, gut. Dann einfach mal die Mütze werfen. Auf den Popo des Schafes. Und da vorne einmal noch. Bung. Ist ja fast wie Fußball. So, und einmal noch. Und dann müsste er da sein. Perfekt. Nummer 1 ist da. Fehlen noch zwei Schafe. Aber eigentlich habe ich keine Zeit für Schafe. Eigentlich müsste ich zur Kopfstandpyramide. Aber wisst ihr was? Komm, den Schafen helfen wir. So, da ist Schaf Nummer 2. Einmal schön durchschleudern. Hier ist ein Taxi. Da steht ein Mann. Okay. Schauen wir uns später nochmal genauer an. Aber erstmal bringen wir das Schaf zurück. So. Ja. Perfekt. Ein Schaf fehlt noch. Vielleicht da oben auf dem Hügel. Boah, direkt hinterm Hügel. Das nenne ich mal Zufall, das nenne ich mal Glück. So, runter mit dir. Auf geht's. Moment, Moment. Ja, gut gemacht. So, geschafft. Und als kleines Dankeschön gibt es einen Powermond. Und in der Wüste haben die Monde die Farbe grün. Schafe hüten in den Dünen, hieß die Aufgabe. Okay. Dann mal sehen, wir schauen uns nochmal hier oben ein bisschen um. Wo war nochmal das Taxi? Das würde mich auch interessieren. Hier haben wir nochmal Kakteen. Nur Münzen. Hier ist eine Eispyramide. Vielleicht kommt von dieser Eispyramide die ganze Kälte. Hallo, Eispyramide. Was leuchtet hier? Da leuchtet auch irgendwas im Sand. Einfach so. Irgendwas leuchtet das. Könnte vielleicht ein Powermond sein, oder? Mal gucken. Tatsächlich. Noch einer. Vom Taxi gefallen. Ja, apropos Taxi. Was ist denn mit diesem Taxi hier los? Hallo, Herr Taxifahrer. Wie geht es Ihnen? Hallo? Alles gut bei Ihnen? Ein Kunde wartet schon auf mich. Aber so wie es aussieht, komme ich hier erstmal nicht weg. Tja. Da sitzen Sie wohl im Eis, mein Lieber. Aber da kann ich Ihnen jetzt auch nicht helfen. Hallo, Herr Mexikaner. Das hier ist die beliebteste Touristenattraktion im Wüstenland, die Kopfstandpyramide. Die Legende besagt, dass es da drin ein Artefakt gibt, das zwei Leute, auch wenn ihre Welt Kopf steht, verbindet. Wir nennen es ganz passend den Ring der Einheit. Das klingt toll. Und sicherlich möchten Bowser und seine Schergen diesen Ring haben, damit sie Peach heiraten können. Und Peach auch dazu zwingen können, dass sie ihn heiraten muss. Der arme, arme Bowser. Der möchte einfach nur heiraten. Aber nein, nicht Prinzessin Peach. Denn das ist die Freundin von Mario. Okay, wir können ja auf das nächste Taxi warten. Mit dem Taxi dann zur Pyramide. Aber Quatsch mit Soße. Wir müssen direkt zur Pyramide.
Denn wir müssen herausfinden, warum Mario so friert und wir müssen Peach retten und auch die Schwester von Cappy und so viel mehr. Meine Lieben, es wird sehr, sehr spannend in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Rechts oben tippt mit eurem Finger da drauf und ihr kommt zur nächsten Folge. Und links unten einfach mit eurem Finger da drauf tippen, um den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Bleibt katztastisch!